Hey Leute, und willkommen zum schon 61. Part von First to Ten Versus. Heute spiele ich zum fünften Mal gegen Kyo. Ich glaube, das ist eine Person, zu der ich nichts mehr sagen muss. Ist auch mittlerweile hier Mod bei mir auf Twitch. Bei YouTube bin ich mir sogar gerade gar nicht sicher, ob ich Day da vielleicht auch gemoddet habe. Könnte sein, aber bin ich mir gerade echt nicht sicher. Müsste ich nochmal überprüfen. Jedenfalls kommt Kyo hier mit dem Main Wolf. Hat sich jetzt seit längerer Zeit auf Wolf festgesetzt. Kommt hier auch mit dem Black Skin Wolf. Der ist auf jeden Fall auch sehr schön. Und ja, aufgrund des Wolf-Picks habe ich nicht wirklich Lust daran, Samus zu spielen. Weil Samus gegen Wolf nicht so wirklich spaßig ist. Natürlich ist es auch kein gutes Matchup. Aber eben, das sind so die Gründe, weswegen ich dann heute doch mal einfach hier probieren werde. Vielleicht ein bisschen was mit Kazuya hinzukriegen. Und eventuell dann mit Pikachu, wenn das mit Kazuya echt nichts wird. Weil ja, Kazuya ist halt wirklich deutlich schlechter bei mir so vom Level her. Aber ich habe ein paar Sachen gepracticed. Also ich habe auch bei Leuten dann im Twitch-Set zum Beispiel nachgefragt, wie man bestimmte Moves eigentlich macht. Und denke, das habe ich schon mittlerweile ganz gut drauf. Oder, na, ja, wenn der Grab so gemisst wird, erlaubt mit der Recovery und... What, Alter? Die Abby hat einfach so gekillt, okay, Mann. So, wieder rüber mit dir, genau. Boah, ich habe... Fast habe ich den Triple Snipe so hinbekommen, aber eben, zwei Snipes reichen auch schon aus, weil bei einem, glaube ich, der Jump weg war. Ey, das war perfekt. Und da habe ich mich auch einfach durchgearmert. Wenn ich jetzt noch den... Ah, schade, ja. Kyo wusste, dass ich es machen will, hat deswegen direkt die Side-B genommen. Hängt aber unten an der Stage fest. RIP. Das erste Match endet mit einem Misty. Und Snipe? Oh, so knapp. Auch keine Nair. Ah, Manu. Egal, ich habe nochmal eine Chance. Okay, das könnte reichen, ja. Nice. Und Snipe, komm. Oh, immer so knapp. Ich hatte, to be honest, sogar vergessen, dass ich diesen Grab habe. Genau, für den Smash hat man da keine Zeit, deswegen muss man dann einen Tilt machen. Das habe ich auch erst später bemerkt. Kyo geht einfach für Jab und da bin ich auch tot, ja. Das sah richtig dumm aus, aber es hat halt geklappt. Also ja, kann man nichts sagen. Alter, wie oft ich gerade einfach Grabs bekomme, ne? Oh, ich wollte die Plattform richtig schön ausnutzen. Und Kyo hat sich meanwhile SD'd, weil Day vielleicht gar nicht mehr gecheckt hat, was da gerade abgeht. Ah, so schade, Mann. Und Snipe, komm. Ja, es ist wirklich immer super knapp. Und das war's. Ja. Ich habe einfach gewartet, bis Kyo bei mir landet. Ah, schöner Shield. Und ja, Upsmash trifft auch, ja. Ich habe jetzt aber auch meinen Grab, das heißt, ganz easy, Leute. Machen wir einfach so, genau. Das war's. Ah, der Grab ist so fies, ey. Aber die Snipes laufen gerade wieder nicht so gut. Okay, jetzt ist halt die Frage, komm. Will Kyo mir noch sehr nahe kommen? Sodass ich wieder den easy Downtilt treffen kann, oder... Oder wird das nichts? Kill konnte Kyo auf jeden Fall sich holen. Aber, jo. Der Uppercut ist halt auch insane. No way, als ob... Ich stand zu nah dran. Aber ja, Kyo... Wollte gerade sagen, Kyo traut sich zu viel, aber da habe ich auch einfach mal gecheased. Also, ich habe mich durch eine Backer geammert. Jo. Dafür kann Kyo sogar gar nicht wirklich so viel. Bruh. Das sah ja mal wirklich ultra lame aus. Dazu kann ich gerade einfach nicht sagen. Na, das... Ja, der F-Tilt ist zu langsam. Nice Downby. Und einfach mal so Abi machen, okay. Alles klar. Alter, als ob der Tilt einfach so killt. Ich stehe halt echt immer zu nah dran. Das macht ja auch super wenig Shield Damage, Alter. Komm, Snipe zum Schluss. Ah, gönn doch. Aber Abi macht's, oder? Ja, Abi out of Shield auch richtig insane. Da muss man wirklich aufpassen, dass man safe gegen Kazuya bleibt. Weil ansonsten killt er die Abi. Hat auch eine riesige Hitbox. Shoto kann, als ob das geshieldbreakt hat, Alter. Ich mache einfach einen F-Smash. Ich glaube, es macht der meisten Damage. Ja, eben 40 Damage für einen Move. Geht fit. Das bedeutet Shoto kann, was die Fight-Art von Ken und Ryu ist. Also so ein Fighting-Style halt. Shotokan, glaube ich zumindest, ne? So war das. Genutzt wird, um einen Fighting-Game-Charakter zu beschreiben. Na, okay, komm, gib mir noch mehr Damage, bevor ich sterbe. Ja.
Ah, die Downbys sind auf jeden Fall clean. Aber bei den Prozenten macht es halt wirklich nur Damage und bringt noch nicht so viel. Das bringt viel, viel mehr. Ja, einfach mit Side-B gekillt, Alter. Und schon wieder nicht auf die Abi aufgepasst, ja. Man hat es gerade gesehen, ne? Kyo stand sogar noch relativ weit von mir weg, aber die Abi ist einfach. Hat einfach eine große Hitbox. Oh, der Down-Smash war perfekt, ja. Ich wollte gerade mit Nair landen. Ja, das ist. Das ist insane, wie gesagt. Wenn man weiß, wann man diesen Move verwenden kann, ist der halt perfekt. Der stand halt so unglaublich lange, ne? Ich konnte einfach den Upsmash so lang chargen, bis der dann auch einfach killt. Ich meine, ich bin jetzt wirklich nicht der krasseste, wenn es um Inputs geht, ne? Aber andere wiederum. Boah, als ob ich durch den Tech gestorben bin. Ja, das müsste es gewesen sein. Ah, keine Downer noch, okay. So lange in Hitstun bist. Ah, sehr schöner Grab. Ja, konnte gerade noch so die Plattform ausnutzen. Und das wird auch mein Grab, ja. Das killt halt auch, ja. Das ist auch sehr insane. Das wollte ich natürlich. Oh, Upsmash direkt beim Neutral Grab. Das war sehr schön. Hatte auch eine Backer, aber ich komme, glaube ich, gerade noch so zurück. Oh, okay. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Oh, so knapp. Aber das könnte killen. Ja. Die Tilts sind auch echt stark. Den Tag hätte ich besser readen müssen. Egal, ich mache die Tenet-Kombo. Die könnte vielleicht. Ne. Ja. Wie erwähnt, sowas darf man gegen Casio einfach nicht machen. Der punisht da direkt. Ja, der Jetblock-Versuch war das, glaube ich. Genau, da habe ich jetzt zum Beispiel auch den Tag gereadet. Hab Kyo gerade noch mit dem F-Smash erwischt. Das ist halt wirklich insane krass. Boah, Alter. Jetzt kommen so langsam die Kasia-Kombos, ja. Jetzt werde ich Kasia-Pro. Ja. Mal gucken, ob ich es hinkriege mit Down-Smash. Nee. Leider nicht. Es gibt eine Möglichkeit, dass man mit Down-Smash den Gegner direkt nach unten zieht und spiked. Also beides gleichzeitig quasi. Ich frage jetzt aber, ob ich das jetzt überhaupt brauche, weil ich habe doch eh meinen OP-Grab. Also komm, gib mir einfach diesen Grab. Ah, oh, falsche Richtung. Schade. Noch ein Stock verloren. Gerade bin ich einfach in Kyos Kopf drin und reade halt genau, wann Day den Air-Dodge machen möchte oder einen Tag machen möchte. Oh, das war richtig schön. Da habe ich mir kurz gedacht, ich gehe mal für die Hurry-Curry, aber Kyo war direkt ready mit dem Spike. Okay, das war schön, ja. Eben. Da muss Kyo einfach noch aufpassen. Ich glaube, so mit Samus hätte ich da natürlich auch was punchen können. Aber bei Kasuya ist es halt direkt so ein F-Smash oder sowas, der halt richtig wehtut, ne? Oha, einfach geparried, okay. Und auch schon wieder einfach Abi gemacht, das war auch nicht schlecht. Komme ich aber gerade noch so zurück. Ja, das muss ich noch irgendwie besser hinkriegen. Weil Kyo, er dodge da jedes Mal irgendwo hin. Weiß noch nicht ganz wo. Krass einfach. Jedes Mal wird halt die Recovery getroffen, ja. Und ja, einfach in den Upsmash reingerannt. Kann man natürlich machen. Upsmash macht doch einfach so 22 Damage. Okay, Mann. Merke ich mir. Ah, nice Headshot hier. Ich glaube, mit besserem Timing hätte es wirklich klappen können. Ja, ganz ehrlich, ich habe vergessen, dass ich diesen Grab habe. Ich vergesse das immer wieder. Ich wollte Kyola eigentlich normal grabben, aber der Grab hat mich gerade unterstützt. Wolf kann da auch nichts machen. Okay, so viel Zeit habe ich nicht, wenn er Kasia da trippt. Ah ja, schade. Ich wollte die I God sagen, aber war wohl nicht so. Das hat zu viel Leck. Ja. Einfach weggetreten, Alter. Der Move sieht so brutal aus. Warum? Das habe ich nicht gemacht, aber okay. Oh, der Double Spike.
Alter, geil, Mann. Das sah richtig cool aus. Ja. Da bin ich reingerollt. Aua, Alter, der F-Smash. So brutal, Mann. Aber ich habe auch meinen Grab. Oh, das wird gepunished. Jetzt hat Q auch den Grab. Gleich aber nicht mehr, ja. Komm, Snipe. Yes, und nochmal. Direkt in meine Arme. Ah, lass mich in Ruhe. Ey, stirb doch. Junge, 222%. Okay, jetzt muss er aber Backflow killen. Komm. Finally, Alter. Junge, das Ende hat sich so in die Länge gezogen, als ob. Komm, nochmal. Kein Double Spike. Aber ja, das hat auch schon ausgereicht. Weil Q schon den Jump aufgebraucht hat, glaube ich, ne? Ja, rüber mit dir. Oh mein Gott, ich habe mit der Abi getradet. No, es läuft gerade gar nicht gut für Q. Bin gerade aber auch ein bisschen lucky mit meinem Timing hier. Und schon wieder den Cheap Break. Okay, ich gehe wieder einfach für F-Smash. 40 Damage, here we go. 40,5 sogar. Das ist halt richtig brutal für einen einzigen Move. Ah, so knapp. Komm, ich komme noch raus. Ja, Mann. Ich kann's einfach. So, land genau hier. Ah, nein. Q ist mit dem Grab gelandet. Auch nicht schlecht. Jo, das war's. GG. Aber ich will noch irgendwie stylen. Das war nicht stylen, Leute. Das war nicht stylen. Wobei. Alter, warum kann Kazuya mit nichts einfach killen so? Außer damit. Ah, geil. Wie gesagt, wenn man einfach genau weiß, wo der Gegner jetzt landen wird, dann kann man diesen Electric-Schlag da perfekt nutzen, um den On-Place zu stunnen. Das habe ich gerade mit Kyo nochmal am Ende gemacht. Warum tust du nicht den Sweet-Hit nehmen vom F-Smash nach Shield Break? Stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, den habe ich vergessen, dass der existiert. Bin ja auch kein Kazuya-Main, aber konnte trotzdem ein paar coole Sachen machen, die ich halt mit Kazuya so herausgefunden habe. Von wegen eben, dass der Charakter schon sehr gefährlich ist, wenn es um Tag-Chasing geht und wenn man weiß, wo der Gegner landet, dann kann man diese Electric-Moves halt perfekt nutzen, um den Gegner da zu stunnen. Und ja, wie man gerade gesehen hat, man hat halt super viel Zeit, einen Smash zu chargen und man kann auch ganz viele andere Sachen chargen, wenn man das möchte. Ist auf jeden Fall ganz cool, aber ich bin noch nicht so stylisch mit ihm. Vielleicht will ich in Richtung Style noch mal ein bisschen mehr was machen. Weil wirklich krass mit ihm werde ich eh nicht. Das ist halt nicht mein Charaktertyp so. Aber so ein bisschen stylen kann man schon. Ich meine, ein paar Sachen, die ich gegen Q gemacht habe, waren schon cool, aber hätte noch cooler werden können. Hatte aber generell richtig viel Spaß und eben dann auch doch gar keine Lust auf Pikachu zu gehen, weil Kazuya halt voll in Ordnung ging. Auch voll korrekt von dir, dass du ein paar Mal das Kazuya-Dito gemacht hast.